Jo. Hi Thomas. Erstdorf habe ich gar nicht, Rheinbach, aber ich kann, ich muss sowieso von Brenig nachher nach Liesem, da kann ich auch in Rheinbach vorbei, wenn ich muss. Ich fahre gleich nach Rheinbach, ja, ja, ich dachte, es geht um Erstdorf, da hast du doch auch noch 10 Jahre in Meckenheim, oder was? Nee, ich habe da dieses Niederdrehs, hatte ich ja. Ja, gut, also da kann ich auch noch kurz vorbeifahren. Mein Name ist Christian Klein, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal. Wir sind aktuell hier in Swisttal-Ollheim bei einem Entsorgungsbetrieb im Einsatz. Hier sind größere Mengen gepresster und loser Müll in Brand geraten. Wir sind als Feuerwehr Swisttal mit allen Kräften, die wir von Swisttal haben, aktuell hier im Einsatz. Ergänzt wurden wir durch einen Löschzug der Feuerwehr Euskirchen. Wir haben in weiteren Messgruppen des Rhein-Sieg-Kreises alarmiert, die aktuell Messungen in den umliegenden Orten durchführen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung haben wir in den umliegenden Orten die Warnsirenen ausgelöst, haben weiterhin über das Warnsystem MINA eine Warnung an die Bevölkerung rausgegeben, in der wir aktuell immer noch die Bevölkerung auffordern, geschlossene Räume aufzusuchen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Wir sind aktuell, wie ich bereits erwähnt habe, im Bereich der umliegenden Orte Messungen am Durchführen. Wenn wir Ergebnisse dieser Messungen haben, können wir weiteres sagen zu der Gefährlichkeit der Rauchgase. Wir konnten im Laufe der vergangenen Einsatzzeit ca. die Hälfte des betroffenen Bereiches der zumindest losen Müllansammlung inzwischen unter Kontrolle bringen, das Feuer auch soweit dort löschen. Aktuell befindet sich noch die andere Hälfte, wo gepresste Müllballen sind, also da brennt es immer noch, sodass wir in diesem Bereich aktuell immer noch eine Brandbekämpfung durchführen. Mit wie vielen Kräften sind Sie insgesamt hier im Einsatz? Die genaue Anzahl der Kräfte liegt mir aktuell noch nicht vor. Danke. Verletzte gibt es bei dem Einsatz keine? Nein, Verletzte sind bis jetzt keine aufgetreten, sowohl
von Personen als auch von Einsatzkräften konnten wir bis jetzt keine verletzen. Ja, aber schätzen Sie, könnte der Einsatz noch dauern? Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es noch ein langfristiger Einsatz wird, der noch mehrere Stunden dauern wird. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Der Bereich der Brände ist ja auch nah an einem Gebäude. Gibt es eine schöne Maßnahme, dass das vielleicht nicht überall? Ja, also zu Beginn der Einsatzphase waren umliegende Hallen noch bedroht durch umfangreiche Riegelstellungen und den Effekt der Brandbekämpfung konnten wir die Bedrohung dieser Hallen inzwischen runterfahren. Einsatzleiter hier vor Ort ist der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Swistal, Gemeindebrandinspektor Paul Buhl. Unterstützung unseres stellvertretenden Kreisbrandmeisters Markus Hetten.